Okay. Oh, Akkus sind fast leer, das ist nicht gut. Was fehlt denn? 11 Solarzellen und eine Lampe. Lampen hier rein. Solarzellen. Fehlt Kupfer. Ich will Kupfer. Und das letzte von den Modulen forschen. Hier, gib mir Kupfer. Gib mir Solar Panels. So, du kannst eigentlich weg, ne? Ja. Nimm, 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 nimm Solar Panels rein da. Jetzt dürfte eigentlich nichts mehr fehlen. Es steht zwar noch 11 da, aber das ist noch nicht abgedatet worden. Die sind ja hier drin. Das heißt, die müssten gleich nach und nach gebaut werden von den Jungs hier, richtig. Plup, 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 plup. Dreizehn Megawatt. Sehr schön. Akku füllt sich langsam. Oh, das ist sehr gut. Den Blueprint werden wir auf jeden Fall behalten und damit nach und nach hier alles zugleistern. Also, Energie klappt soweit. Ist nicht übermäßig, ne? Also ihr seht das. Es ist nicht übermäßig viel, aber es ist schon mal ein Schritt in die richtige Richtung. Und wir... Achso, wir brauchen noch mehr Science Packs. Wie viel haben wir da noch drin? 150. Aber stell mal nur 5 her. Und danach machst du bitte endlich die Munition. Aber wir müssen nämlich gleich los und wieder was töten. Sonst haben wir nicht genug Science Packs für die Tech-2-Rüstung. Lass mich hier bitte raus. So, fütter mich mit Chips, ist okay. Oh, hier immer noch eingestellt, dass ich 400 haben will, ne? Ja, nee, 200 reichen. Danke. So, Loch in der Wand. Zu. Wo gehen wir denn töten? Da unten würde ich sagen, ne? In der Nähe von Erz-2. Komm, dich brechen wir ab. Baumunition. Oh, wir sollten hier unten. Also Erz-3 wird ein richtiger Außenposten. Im Gegensatz zu Erz-2. Das heißt, da kommt ein Roboport auch hin, da kommen Solaranlagen hin, da kommen Akkus hin. Und ich würde sagen, in unser Layout für Außenposten sollte auch eine Radaranlage mit rein. Damit wir gucken können, wenn in der Nähe der neue Monster aufpoppen. Was ist da los? 10 Turrets schießen, nichts von uns wird angegriffen. Das ist komisch. Achso, die kommen nicht mehr ran. Ja, das ist okay. Damit kann ich leben. So, hier. Die Bahn wird kommen von unten. Und dann machen wir das wie? Das ist eine gute Frage. Also momentan fährt die Bahn so, so, so und wieder zurück. Ich würde sagen, die kommt von unten, fährt hier hin und fährt da wieder zurück. Das heißt, die Reihenfolge wäre dann doof. Bräuchte eigentlich eine zweite Bahn. Aber ich habe mich in diese Signalgeschichte noch nicht reingelesen. Oh ne, wir brauchen eine zweite Bahn. Das heißt, wir bauen jetzt hier das Streckennetz hier runter, dahin, hier rum, dahin wieder zurück. Das heißt, die Bahn wird nur zwischen Home und Erz-3 hin und her pendeln. Die eine Bahn. Und die andere Bahn tingelt zwischen Erz-1, Erz-2 und Home hin und her. Solange wie Erz-2 halt noch da ist, was nicht sehr lange sein wird. Und dann später wird sie nur zwischen Erz-1 und Home hin und her tingeln. Okay. Also kommt von links an, fährt wieder hoch. Das heißt, hier ungefähr wären dann die Schienen. So. Ja, geht vorher schon hoch. So. Dann können wir es von hier beladen. Dann ist hier die Haltestation, hier kommen die Kisten hin, hier sind die ganzen Abbaudinge und die transportieren sie alle hier über ein Fließband hin. Und das ganze Gebiet muss dann umzäunt werden. Und hier in diese Ecke, wo hier halt noch Platz ist, kommen dann
Akkus, Solaranlagen, Roboport etc. etc. hin. Ah, okay. Geht das so schon auf? Warte mal, ich verlängere das Ganze ein bisschen weiter nach da. Schon sind die ersten Bäume im Weg. Aber es dürfte eigentlich nichts dagegen sprechen, das genau hier lang zu legen. Also ja, wir haben da unten eine Basis. Aber sobald es hell wird, gucke ich da mal hin. Dann wird da keine Basis mehr sein im Idealfall. Und wir haben keine Schienen mehr. Brauchen Stahl. Yes, Mr. Auch ein größeres Inventar. Also ja, es ist schon tierisch unrealistisch, so wie es jetzt ist, das Inventar, was ich alles immer rumschlepp. Aber eigentlich bräuchte ich 200 Stahlplatten immer durch dem Inventar. Nee, gut. Also Munition ist fast fertig. Das heißt, wir können runtergehen und ein bisschen rum. Piu-piu. Hallo Jungs. Oh. Oh-oh. Das ging in die Hose. Ich habe eigentlich nichts beschädigt. Komm weg und weg. Oh, da kam gerade ein extra Trupp. Bist du so ein Bautrupp gewesen? Runter, bevor sie nachspawnen. Und ein Spawner weg. Sehr gut. Diese zielsuchenden Artilleriewürmer sind nervig. Da. Allgemein, was Gegner angeht, könnten sie aber ruhig noch ein paar andere einfügen. Also vielleicht irgendwas Humanoideres, irgendwas Zweibeiniges mit Waffen und Fernkampfsachen und so. Oh. Ah, die beiden sind fast kaputt. Weg. Ja. Genau an die gleiche Stelle nochmal ran und die Würmer da töten. Na, nicht in die nächste Basis laufen, nicht in die nächste Basis laufen. So. Das war ein wenig zu leichtsinnig. Ich wollte unbedingt die letzten Würmer da noch erwischen, aber. Nee, wollte er nicht. So, Spawner weg. Ihr seid die letzten Neurat. Also, hier in der näheren Umgebung. Oder ist da noch ein Spawner? Ach, da ist noch ein Spawner. Mist. Okay. Du weg. Oh, oh, oh. So, kurz warten. Ein Spawner und ein großer Wurm. Ja. Oh, Batterie alle. Und fertig. Sehr gut. Also Erz-3 wäre damit auch gesichert. Oh, wir werden irgendwo angegriffen. Sogar ein Turm wird beschädigt. Das ist nicht gut. Wo? Bei Erz 2. Da werde ich wieder irgendwo eine Doppelmauer vergessen haben. Das ist nicht so schlimm. Wie viele Alien-Artefakte haben wir? Mehr als genug. Okay, dann geh jetzt bitte nach Hause. Stelle unterwegs noch so viele hin, dass du noch 50 über hast. So. Und die werfen dann einfach alle da rein. Dann müsste das Effektivitätsmodul 3 fertig sein. Und wenn das fertig ist, können wir die MK2-Rüstung endlich erforschen. Und dann wahrscheinlich auch gleich instant bauen. Weil wir haben die 50 Alien-Artefakte. Wir haben die 200 blauen Chips. Oh. Man brauchte auch noch die Tech-3-Module in zehnfacher Ausführung oder irgendwie so. Das könnte ein Problem werden. Was kosten die nämlich? Zeit. Kosten primär Zeit. Weil die Tech-3 brauchen die Tech-2, brauchen die Tech-1, brauchen ganz viele Chips. Ja. Wie schaut's hier aus?
Wo wurde ein Turm beschädigt? Da. Hey. Das muss von vorher gewesen sein. Hier ist sonst alles okay. Ja, lassen wir es so schön, wie es ist. Oh, was ist eigentlich, wenn ich hier... Ich teste mal ganz kurz was. Ich will einfach nur gucken, ob Beißer auf Kisten losgehen. Ich würde das niemals später ausnutzen, aber es ist einfach nur eine Interessensfrage. Ich muss irgendwie gerade an StarCraft denken, wie man diese Wohnhäuser quasi benutzt, um Eingänge zu blockieren. Das ist auch recht komisch. Oh ja, einfach mal testen, ob Beißer auf Kisten auch losgehen. Vor allem auf volle Kisten wäre dann auch interessant, wenn der ganze Boden voll gespammt wird mit dem ganzen Zeug, was drin ist. Was natürlich keinen Schaden verursacht, aber sieht lustig aus. So, Science Packs abliefern. Prioritäten und so. Und dann, muss ich leider sagen, sind wir auch fast durch mit dem Spiel. Was heißt leider? Dann kann ich die Medaille-Tech anfangen. Also unsere Basis wird natürlich noch ein bisschen weiter ausgebaut. Erz-3 wird noch gebaut werden. Aber sobald wir die MK2-Rüstung haben, ist auch nicht mehr so viel an Forschung da. Dann baut man später noch dieses riesige Raketenabwehrgeschütz und dann ist das Spiel sozusagen durch. Es soll später in kommenden Versionen auch noch mehr Content geben. Also nachdem der Planet quasi kolonisiert ist. Aber der ist jetzt noch nicht da. Das heißt, wenn wir die ganzen Sachen erforscht haben und gebaut haben, dann ist da nicht mehr viel. Und genau deswegen habe ich es ja schon mehrfach angesprochen, dass ich einmal neu starten werde. Und zwar mit diesen ganzen Mods. Also Ditech und wahrscheinlich noch F-Mod. Mal gucken. Und das erweitert das Spiel noch eine ganze Klasse an Dingen. Also es gibt dann 15 verschiedene Lasertürme, es gibt neue Gegner, es gibt unterirdisches Mining, all so ein Zeug. Und da können wir uns dann nochmal reinfuchsen und so noch ein bisschen mehr aus dem Spiel rauskitzeln. Und während wir uns damit beschäftigen, was ja auch bestimmt nochmal 100 Folgen also dauern könnte, dann wird ja inzwischen das Vanilla-Spiel auch wieder weiterentwickelt. Und dann kann man weiter gucken. So, was wird da gemacht? Türme zerstört. Zerstört ist nicht gut. Okay, warte. Wir gehen ja gleich wieder hin, kümmern uns darum. Ich muss nur vorher mal die Science Packs hier abgeben. So. Ah, blaue Tränke sind das Problem. Also, To-Do-Liste. Wir laufen zu Erz-2, gucken, was da zerstört wurde und warum. Klick. Und dann müssen wir unsere Produktion von blauen Tränken pimpen. Das klappt so nicht. Sind die Türme hier alle weg? Also weil keine Doppelmauer da war. Ja, selber schuld, Gerogan, selber schuld. Trippelmauern. Ein Trippelmauern ist Verschwendung. Muss die Doppelmauer nur ein bisschen weiter rumziehen. So. So. Haben wir noch Lasertürme über? Nö. Dann bau bitte Lasertürme und unterbrich die Alien-Artefakte. So. Genau, die Kisten sind schuld. Eigentlich wollten sie hier eingreifen und von allen Seiten von den Lasertürmen beschossen werden, aber nein, die Kisten haben sie irritiert, also sind sie hier rumgelaufen und haben die ganzen Türme von hinten angebissen. Du. Da. Okay. Oh. Da soll ich gar nicht bauen, da ist ein Fließband. So. Turm. Und wo kamt ihr jetzt eigentlich her? Von da? Yeah. Die Basis da hinten sieht auch ein bisschen garstig aus. Die da. Oh. Hier ist eine neue. Das ist ein Scout-Trupp, glaube ich. Weil es so außerhalb stand, weit weg vom Spawn. Das war komisch. Sehr viele Würmer. Warten. Ja, viel zu viele Würmer. Wir werden alle auf einmal schießen. Das heißt, wir können uns nicht lange da aufhalten. Ich gehe also hin, schieß ein, zwei Mal. Wow, okay. Genau das meinte ich.
Schieß ein, zwei Mal und geh weg. Weg mit dir, weg mit dir. Drei Magazine noch. Kaum noch Ressourcen. Da ist gleich das nächste Ding. Also die Würmer können wir eigentlich ignorieren. Wir müssen nur dafür sorgen, dass der Spawner da weg ist. Wenn der Spawner weg ist, dürften keine neuen Beißer hier hingeschickt werden können. Also geh hier oben rum. Töte die Viecher. Töte den Spawner. Und hau ab. Einfach mal abhauen. So. Ruhe. Erstmal Ruhe. Problem ist allerdings, dass hier anscheinend auch noch eine Basis ist, die noch gar nicht auf dem Radar aufgetaucht ist. Darum müssen wir uns auch noch kümmern. Aber wir kommen momentan mit der Munition nicht hinterher. Ja. Okay, also ich ziehe mich erstmal wieder zurück in die Hauptbasis. Das Ding müsste jetzt ja wieder ein bisschen sicherer sein als vorher. Also zum einen wegen der Doppelmauer, zum einen wegen mehr Lasertürmen und weil wir eine Basis da entschärft haben. Ist immer noch nicht super sicher, aber besser als zuvor. Wir ziehen uns jetzt in die Hauptbasis zurück. Sorgen mal dafür, dass ein paar mehr blaue Tränke hergestellt werden. Wie auch immer. Das machen wir nächste Folge. Und wenn die blauen Tränke dann funktionieren, heißt es einfach nur noch abwarten und Aliens töten, bis die Forschung durch ist für Power Armor MK2. Also bis gleich.